Grüßen wir die Hühner. Hallo zusammen, ihr Hühner. Oder sind wir die Hühner? Oder wir sind die Hühner? Kann ja, wenn man, die ganze Zeit pop macht, ist man ja auch fast wie ein Huhn. Ne? Mhm. Ja, wir wollten mal Hallo sagen und einfach eine Inspiration anbieten und uns ist einfach kein Titel eingefallen. Ja, das Coole ist, also was du gerade gesagt hast, mit dem Grüßen wir die Hühner und mit dem Pot, das ist ja genau das, was echt gerade auf dem Tablett steht. Also einfach wirklich dieses echt immer dranbleiben und einfach die Tools verwenden. Bleiben die Hühner immer dran? Nee, aber man macht immer Pot, wir machen immer Pot. Und das ist das Wesentliche gerade momentan. Ja. Okay. Ja. So geht's die ganze Zeit hier daheim. Wow. Ja, so ist es. Genau. So geht es die ganze Zeit hier. Ist echt ein verrückten Hausen. Also, das Coole ist ja, ich sage jetzt mal einfach wow. Also nicht nur wegen den Hühnern, sondern ich meine, mit all dem, was gerade abgeht, ne? Und die Dankbarkeit, die, ich meine, die wir hier haben können für uns selber, dass wir einfach weitermachen, ist echt gigantisch. Ich meine, die Welt will ja gerade sagen, gib auf, mach Stopp, zieh dich zurück, ja, gib auf quasi. Und es ist schon kein Flüstern mehr, sondern es ist schon ziemlich laut. Ja. Und umso geiler, echt, so wie du sagst, wenn man einfach weitergeht. Und aber es cool ist anzuerkennen, weil manchmal weiß man nicht, warum man so down ist. Und man denkt sich, ja, ich bin wahrscheinlich die Einzige auf der ganzen Welt, die so drauf ist und nicht die Hühner grüßen will. Sondern, und dann anzuerkennen, nee, das ist das, was die Welt von dir will. Ne? Dieses, dich verrückt machen zu lassen und dich, wo du quasi diese Energie hast von Aufgeben. Und es ist, manchmal ist es ein Flüstern und manchmal ist es ein Schreien. Und ja, gerade das Flüstern ist das Schwierigste. Mhm. Weil gerade wenn so eine subtile Energie ist von, es wird alles nur schlechter, oh, deine Hühner, nee, whatever. Das ist gerade das Subtile, weil dann, also Subtile das Schwierigste, weil das kauft man dann am meisten ab als sein eigenes. Ja, das ist ja gerade das Herausforderndste. Mhm. Aber wie wir jetzt schon gesagt haben, wie geil ist das, einfach weiterzugehen und gerade wenn es am schwierigsten wirkt, gerade wenn du dir denkst, ich kack ein Haufen drauf, ich will nicht mehr, ich gebe auf, es funktioniert eh nichts mehr, gerade da dahinter, hinter dem Kackehaufen, ist die größte Freiheit. Geh einfach weiter und ja. Und das Spannende ist, was du gesagt hast mit diesem Verrücktsein, also wie wär's, wenn du einfach dein Verrücktsein noch viel, viel mehr aufdrehst und das genau das ist, was jetzt momentan einfach gebraucht ist. Wow. So dieses alles ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein und nichts ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein. Alles ist das Gegenteil von dem, was erscheint zu sein. Nichts ist das Gegenteil von dem, was erscheint zu sein. Alles ist das Gegenteil von dem, was erscheint zu sein und nichts ist das Gegenteil von dem, was erscheint zu sein. Und wie oft suchst du nach etwas, was die Situation löst für dich, ob es jetzt finanziell ist oder Kreation, anstatt nach Möglichkeiten zu fragen. Es geht nicht um die Lösung, es geht nicht darum, wieder was zu finden, was die Situation handelt und hantiert, sondern was eine Lösung ist, sondern es geht um die Möglichkeit. Also frag nach Möglichkeiten, nicht nach Lösungen. Das ist eine ganz andere Perspektive, ganz anderer Ansatz. Und die Möglichkeit bist immer du. Also dein Sein aufzudrehen, nicht noch mehr zu pushen, was muss ich noch machen und arbeiten und tun, damit da mehr reinkommt, damit sich was tut, sondern relax, entspann dich, wie viel Raum kannst du einnehmen, dreh dein Sein auf. Und es ist doch gerade momentan wieder, dass es uns die Natur zeigt, also wir sind jetzt hier in Oberösterreich gerade momentan und die Natur zeigt es uns einfach, es hat wunderschön geschneit und dieses Entspannen, wenn nicht jetzt, wann dann. Und die Stille. Mega, der Schnee ist obendrauf und der Schnee, der gibt immer Wahnsinnsstille. Ja. Und Frieden, plötzlich wird alles so, echt super Facilitierung. Ne? Und apropos, wir sind jetzt in Oberösterreich, aber fliegen, wir fahren, wir fliegen auf dem Besen, wir fahren nach Wien. Und zwar, dort findet ein Foundation-Kurs statt. Und Foundation-Kurse, ich gebe die jetzt schon seit über 14 Jahren und es ist wirklich
der Hammer, was aus diesen Kursen entstanden ist in all den Jahren und wie sie auch immer anders werden. Und gerade jetzt so einen Kurs zu wählen, wo man meint, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Gerade jetzt das zu wählen, wo du weißt, es kreiert deine Zukunft. Es macht auf, in deine Zukunft zu investieren. Weil gerade jetzt, wo du denkst, nein, ich muss an allem festhalten, okay, welche Zukunft kreierst du damit? Wenn du sagst, okay, welche Wahl kann ich treffen, die aufmacht, ist es eine ganz andere Nummer, dein Leben in eine andere Richtung zu führen und nicht das zu machen, was alle anderen machen, nämlich das Zurückhalten und Festhalten, sondern das Aufmachen und dich in den Raum hineinentspannen, dich in den Raum von Geld hineinentspannen, von Kreationen hineinentspannen. Das ist eine ganz andere Nummer und gerade jetzt, Foundations haben eine ganz andere Energie. Und ich freue mich riesig, ich gebe diese Kurse sehr selten, weil ich so viele andere Kurse gebe, aber diese Grundkurse wie Bars und Foundation gebe ich recht selten. Und jetzt ist am Wochenende wieder in Wien ein Foundation im Pragmatische Psychologiezentrum, im Pfauenzentrum. Genau. Und ich freue mich riesig auf diese Energie von den Tools, von den Körperprozessen, von dem Eintauchen, diese 3,5 Tage Eintauchen in etwas, was dich nährt, was dein Leben nährt, was deinen Körper nährt, was deine Zukunft erweitert. Wow, also ich freue mich riesig, ja. Und was mich jedes Mal einfach fasziniert, ja, bestimmt jetzt auch schon, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Stück macht, aber jeder, wirklich jeder Foundation ist einfach so anders. Mhm. Und bring du deine Fragen und bring deine Wünsche mit, weil das ist genau das, was den Kurs anders macht. Du machst den Kurs anders. Und wir, ja, wir freuen uns riesig und Wien ist einfach wunderschön, auch gerade jetzt. Ja. Es gibt super easy Unterkünfte, günstig. Für alle Hühner. Für alle Hühner oder luxuriös. Es gibt so viele Möglichkeiten, einfach das für sich zu gönnen und einfach Zukunft kreieren. Zukunft kreieren und sich diese Tools wiederzuholen. Ich meine, diese Foundation Tools sind wirklich die goldenen Tools, die in jedem fortgeschrittenen Kurs ihren Platz haben und ihre, ich meine, mich hat jemand gefragt, naja, wie ist denn das mit diesen Grundwerkzeugen, verwendest du die? Ah, jeden Tag sind das die Werkzeuge, die mich immer weiterbringen, weil auch wenn es die gleichen Worte haben oder gleich wirken, da sind so viele Schichten, da ist so viel zu entdecken, das ist unglaublich. Und zum Beispiel jetzt, wenn man dann weitergeht und sagt, ich möchte einen pragmatischen Praktikerkurs machen, dann braucht man diesen Foundation als Fundament, als Grundwerkzeuge, um dann zum Beispiel einen pragmatischen Praktikerkurs zu machen, wo man dann lernt, diese Werkzeuge zu verwenden in Facilitieren von sich selber, von seinen Kindern, von seinen Klienten und einfach da weiterzugehen. Und den pragmatischen Praktiker gibt es übrigens zu Silvester auch in Wien. Ein Kracher. Wir freuen uns riesig. Grüß die Hühner. Das war ein Titel, uns ist nichts anderes eingefallen. Aber passt irgendwo. Genau. Ja. Und euch noch einen ganz schönen Abend. Wir freuen uns. Ciao. Ciao.